Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem dritten Teil Weihnachtsshopping 2020. Wie Sie an meinem schönen Hintergrund sehen, befinde ich mich in einer Buchhandlung. Und zwar in der Buchhandlung Peblau in der Kremerstraße. Dort haben Sie bestimmt auch schon nach spannenden Büchern gestöbert und sich schöne Postkarten angeguckt. Bücher ist nämlich jetzt auch mein Stichwort. Ich habe nämlich hier zwei Bücher auf meinem Schoß liegen und einen Kalender. Diese drei Objekte werde ich Ihnen jetzt nach und nach vorstellen. Beginnen wir aber mal mit dem ersten Buch. Das halte ich jetzt hier in der Hand. Sie sehen es schon, den schwarzen Brocken quasi. Es ist nämlich das Buch, das achte schon, von Volker Kutscher. Es heißt Olympia. Und dieses Buch ist die Romanvorlage für die mehrteilige ZDF-Serie Babylon Berlin. Und wenn Sie dieses Buch lesen, dann tauchen Sie ein in die NS-Zeit und gehen mit dem verdeckten Ermittler Gerion Rath auf Abenteuer. Und naja, man wird sehen, ob er dann quasi am Ende überlebt oder eben nicht. Und wenn Sie jetzt in der kalten Jahreszeit sich aufs Sofa kuscheln wollen, dann ist, glaube ich, dieses Buch ganz gut dafür. Und ja, begeben Sie sich auf eine spannende Reise in die NS-Zeit. Unser nächstes Buch ist aus einem etwas anderen Genre, wie man vielleicht auch schon an dem Cover erkennen kann. Es ist von der Stiftung Mecklenburg, die ja auch relativ bekannt ist, und ist in dem regionalen Kalidus Verlag erschienen. Hier geht es um das Riesenzwerge-Fabelwesen. Das sind historische Geschichten rund aus und um Mecklenburg. Ich blätter das jetzt hier mal langsam auf. Geschrieben ist es von Hartmut Schmid und genau konzipiert von Andrea Sommerfeld. Das heißt, diese hübschen Bilder von ihr sind gezeichnet und illustriert. Ich hoffe, Sie können das erkennen. Genau, hier fangen wir schon mal an. Auf dieser Seite ist nämlich ganz viel Text. Das können dann eben die Eltern oder Großeltern ihren Kindern vorlesen und die Kinder können dann eben diese wunderschönen, detailgetreuen Zeichnungen angucken. Und ganz unten hier gibt es eine Kategorie schon gewusst. Da werden Sie das ein oder andere Wissenswertes lernen, was Sie vielleicht noch nicht über Mecklenburg und Wismar wissen. Und ich denke mal, das ist auch einfach ein schönes Weihnachtsgeschenk oder jetzt Geburtstagsgeschenk, was Sie einfach gemeinsam in der Familie durchstöbern können. Und ja, sieht ja auch wirklich sehr nett aus und ist, glaube ich, auch ganz lustig. Das waren jetzt unsere beiden Bücher. Jetzt kommen wir zu unserem dritten Exemplar und das ist nämlich ein Kalender. Und zwar handelt es sich hier um den Wismarer Wochenkalender, der bestimmt auch schon bei dem einen oder anderen im Wohnzimmer hängt. Genau, dieser wurde nämlich gestaltet von der Buchhandlung Peblau, wo ich mich ja jetzt hier auch befinde. Und hier werden dann Postkarten abgebildet und einfach Bilder aus dem historischen Wismar. Und genau, hier werden dann eben auch kleine Texte dazu geschrieben und dann werden Sie auch noch mal ein bisschen was anderes über unsere schöne Hansestadt wissen und kennenlernen. Und der macht sich auch einfach als super Geschenk ja, für Ihre Familie und man kann da auch gemeinsam durchblättern. Das ist doch wirklich einfach eine schöne Sache, wie einfach so ein kleines, ja, Familienalbum. Diesen Kalender können Sie nämlich jetzt auch gewinnen, liebe Zuschauer. Und zwar müssen Sie mir dafür eine Quizfrage beantworten. Und zwar, jetzt Fernseher aber bitte ganz laut stellen, damit Sie die Quizfrage hören. Diese lautet nämlich, wie viele Vokale sind denn in dem Wismarer Wochenkalender enthalten? Schreiben Sie sich das Wort ruhig auf, zählen Sie in Ruhe und diese Anzahl senden Sie uns dann an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse. Und am besten schreiben Sie dann noch Ihre Telefonnummer in Ihre Antwort-E-Mail, damit wir Sie direkt anrufen können, hier in die Buchhandlung schicken können, damit Sie sich diesen wunderschönen Kalender abholen. Ja, liebe Zuschauer, ich habe jetzt nichts mehr auf meinem Schoß liegen. Damit sind wir jetzt auch am Ende von unserem Weihnachtsshopping. Ich hoffe, Sie haben jetzt eine schöne Adventszeit. Bleiben Sie auf jeden Fall gesund. Kommen Sie hier mal in die Buchhandlung Peblau in die Kremerstraße. Durchstöbern Sie die wunderschönen Bücher. Ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.